Im September 2011 entstehen diese Aufnahmen. In der Obdachlosenunterkunft in der Angerstraße wollen wir mit den Ritters sprechen. Die älteste Tochter von Karin Ritter steht zu dieser Zeit vor Gericht. Stell mal deine Kamera aus, du Fotze. Und das ein bisschen schnell. Wir wollten eigentlich mit ihm noch mal reden. Am Arsch können Sie mich mal lecken, kreuzweise. Sehen Sie zu, damit Sie verschwinden hier. Dann öffnet sich die Tür. Es ist René, der älteste Sohn von Karin Ritter. Verpiss dich, sag ich dir. Komm, du Fotze. Jetzt mache deinen Arsch, du Fotze. Ich schlag dir die Brille ein. René Ritter bedroht das Kamerateam von SternTV. Gewalt als Mittel, um Konflikte zu lösen, um vermeintliches Recht einzufordern, das zieht sich durch Renés bisheriges Leben. Zumachen, Ablauf, komm, auf. Als wir 1994 Familie Ritter das erste Mal treffen, ist René 12. Er ist der älteste der Ritterbrüder. Der Überfall auf die Nachbarin Bärbel Rabe ist nicht die erste Gewalttat von René. Hörst du gerne zu? Ja. Auch ohne Grund? Ja. Besonders aggressiv reagiert René, wenn tatsächliche oder vermeintliche Angriffe von außen auf die Familie, insbesondere auf Mutter Karin, kommen. Für ihn auch der Hauptgrund des Übergriffes auf Bärbel Rabe. Weil sie gesagt hat, meine Mutti liegt schon Blut drüben im Bett und ist besoffen. Die Leiterin von Renés Schule spricht einen Tag nach dem Vorfall mit dem Jungen. Er empfand sich als Held der Situation und hat eigentlich das, was er getan hat, sehr optimistisch, sehr positiv eingeschätzt. Man hat die Mutter beschuldigt und ist er gemeinsam mit seinen Brüdern los und wollte dort nun richten. Und hat es auch getan. Und hat es getan, ja. Je älter René wird, desto öfter richten sich seine Aggressionen nicht nur gegen Außenstehende. Ein Jahr nach diesen Aufnahmen eskaliert die Situation innerhalb der Familie Ritter. Der René ist weg. Der ist nicht da? Nee, den hat die Polizei gestern ihr Platzverweis gegeben. Okay. Weil er randaliert und böse ist. Vor allem mit Bruder Norman und Mutter Karin gibt es immer wieder Stress. Das ist total beknackt, der Homo. Dass er sich da anschauen, wo er hergekommen ist. Jetzt haben sie das Wochenende haben sie ihn erwischt mit einem Mopedroller. Betrunken, ohne Führerschein. Der dreht durch, wenn er keinen Alkohol hat. René wächst in einem Umfeld auf, in dem massiv Alkohol konsumiert wird. Auch er beginnt früh mit dem Trinken. 5 Jahre nach unserem letzten Dreh sucht René Ritter den Kontakt zu SternTV aus einem für ihn wichtigen Grund. Ich habe Langzeittherapie gemacht, ne? Trinken Sie noch im Moment oder wie? Ja, seid doch. Das heißt, Sie trinken keinen Alkohol im Moment? Nee. Vermissen Sie das manchmal, oder? Nö, ach. Kurz nachdem diese Bilder entstehen, kommt René erst ins Gefängnis, dann in den Maßregelvollzug. Wahrscheinlich hat ihm das Leben gerettet. Hört man sofort von einem Tag auf den anderen mit Alkohol auf oder wird das langsam weniger? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich war ja zuvor in U-Haft. Ja, für glaube, 4 Wochen oder so. Und da haben sie mich dann runtergeholt mit Tabletten. 4 Jahre sitzt René ein, macht eine Therapie. Auch heute ist er immer noch vom jahrelangen Alkoholmissbrauch gezeichnet. Aber unser Eindruck ist tatsächlich, dass der 39-Jährige weg ist vom Alkohol. Als wir René 1994 das erste Mal treffen, ist er fasziniert von rechtem Gedankengut. Gefragt, was er einmal werden möchte, antwortet er wie Bruder Norman. Skinhead. Auch Skinhead? Ja. Warum? Die verteidigen die Deutschen, die wählen die Ausländer. Was tun dir denn die Ausländer? Die tun die ganze Arbeit alles wegnehmen. Aber du hast doch noch da keine Arbeit, du kannst doch noch gar nicht arbeiten. Ja, die Eltern. Haben deine Eltern keine Arbeit? Nee. Und du meinst die Ausländer,
sind daran schuld. Ja. Kennst du einen Ausländer? Nein. Kanaken sind das. Möchtest du einen kennenlernen? Nein. Wenn du einen kennenlernst? Den schleucht blau. Was? Der schleucht blau. Wie? Der schleucht blau. Warum? Darum, weil ich die nicht leihen kann. Dezember 2012 im Amtsgericht Köthen. Heute wird hier eine gefährliche Körperverletzung verhandelt. Angeklagt sind vier Männer, darunter Norman und René Ritter. Ja, du, hast du noch gemacht oder was? Soll ich noch einen Schwanz rausholen? Sie sollen einen chinesischen Studenten brutal zusammengeschlagen haben. Der Grund? Fremdenhass. Frau Ritter, hallo. Wir sprechen mit Karin Ritter über die Tat. Statt ein Wort des Bedauerns beschwert sie sich, wie mit ihren Söhnen umgegangen werde. Norman, den haben sie aus der Küche mit 10 Mann rausgedreckt und haben Handschellen umgelegt, wie so ein Schwerverbrecher. Karin Ritter behauptet, die Tat habe so nicht stattgefunden. Das ist Lügerei, ist das. Hier, wo hat der Mann Verletzungen? Sehen Sie was im Gesicht oder am Schädel? Die sollen angeblich den Vietnamesen vor den Kopf geschlagen haben, was sie nicht gemacht haben. Chinese ist es. Fetischschwein ist das für mich. Kanackenschwein. Das ist der ganz normale Fremdenhass im Hause Ritter. Von der Mutter weitergegeben an die Söhne. René Ritter und sein Bruder Norman werden wegen Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Acht Jahre nach der Tat wollen wir von René wissen, wie seine politischen Ansichten heute sind. Würden Sie sich noch als rechts bezeichnen? Wie sieht denn das aus? Da machen wir keine Aussage zu. Ich glaube, dass das übertrieben ist hier von nationalsozialistischer oder nationalistischer Ideologie zu sprechen, sondern dass es mehr Revolte, Krawall, Freiheit bis zum geht nicht mehr, über alles hinwegsetzen und eben auf Kontra gebürstet sein. So bin ich. Die Wand bitte. So bin ich, sagt Norman, ebenfalls voller Stolz. Sein Zimmer in der obdachlosen Unterkunft ist voller Nazi-Symbole. Was ist das alles? Das ist also von den Rechtsradikalen. Von der NPD. Sind Sie in der NPD? Sind Sie in der NPD dann? Ja, ein wenig. Ein wenig. Richtig erklären kann Norman seine Gesinnung nicht. Auf die Frage, warum er rechtsradikal sei, antwortet Norman: Ich mag das nicht, wenn die irgendwelche Ausländer Deutschland regieren. Ich weiß nicht, wie viele Dönerladen hier sind. Die kriegen alles. Wie inkonsequent Normans Weltbild ist, zeigt sich auch daran, dass er ab und an ganz gerne einen Döner isst. Zumindest, wenn ihm den jemand mitbringt. Bruder Andy erinnert sich Jahre später. Kam Norman zu mir, sollte ich Döner holen für den? Ja, ich sage, hol deinen Scheiß alleine, ja. Ich sage, wenn du jemand stehen auf Nazi, Alter, ja, und willst Döner essen, Alter. Ich sage, nie hin, Alter, und hol deinen Döner alleine. Der kann doch gehen auf Nazi machen und den Döner essen. Wenige Tage nach diesen Aufnahmen wird Norman wieder verhaftet. 2012 treffen wir ihn wieder. Was ist denn so in den letzten Jahren alles passiert bei Ihnen im Leben? Haft. Haft. Einfach nur Haft. Mehr als 3 Jahre hat Norman erneut gesessen. Unter anderem, weil er betrunken einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Da will ja jetzt diese Person, wo ich den Verkehrsunfall gehabt habe, möchte er jetzt seinen VW Golf bezahlt haben. Das Fehlen jeder Empathie mit den Opfern seiner Taten zieht sich durch Normans bisheriges Leben. Hast du keine Angst gehabt, dass die Frau Rabe ins Krankenhaus muss oder vielleicht sogar stirbt? Aber auch das ist Norman.
Diese Aufnahmen sind 2 Jahre nach dem Überfall auf Bärbel Raabe entstanden. Zu dieser Zeit lebt Norman in einem Kinderheim. Das Jugendamt hat ihn und seine Brüder aus der Familie genommen. Heute steigt hier die Mini-Playback-Show. Vor seinem Auftritt gibt Norman ein Interview. Welche Hobbys hast du? Angeln, Karate und Fußball. Karate? Ja. Du hast doch Lieblingsfächer in der Schule. Ja. Welche denn? Deutsch, Mathe und Sport. Und was findest du an den Fächern so gut? Es scheint, als sei Norman ein anderes Kind. Erzieher Michael Jagdmann betreut ihn damals. Es war ein lieber, netter Junge. Was nur daraus geworden ist, das ist natürlich sehr beschämend und sehr traurig. Aber ich denke, das ist nicht ihm zu schulden, sondern eben dem Elternhaus, wo er herkommt. Der damals 11-Jährige fällt praktisch nicht negativ auf. Alle paar Wochen dürfen Norman und seine Brüder für ein paar Tage nach Hause. Elvira Gottschalk holt die Kinder dann oft mit ihrem Auto aus dem Heim ab. Da waren sie so nett, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Richtig liebe Kinder. War die in Göthen, war es vorbei. Direkt im Kinderheim haben die alles mitgemacht, sämtliche Spiele und gesungen und getanzt, alles Fußball gespielt. Kam nach Göthen, war es vorbei. Du dummes Schwein, guck auch mal da rein. Dann wird das Heim aus Kostengründen geschlossen. Dann haben sie mich entlassen nach 4 Jahren. Aus dem Heim? Ja. So, und den Tag zuvor, da habe ich ja dann richtig angefangen zu saufen. So, mit 13. So, da habe ich angefangen, das erste Mal einen Alkohol zu kosten. Ja. Das heißt, mit 13 haben sie richtig getrunken? Da habe ich das erste Mal richtig einen Alkohol getrunken. Ja. Auch Norman wird schwerer Alkoholiker. Grüßen Führer, wenn Sie es. Ja, damit er auch ein bisschen erklärt. Wenn er getrunken hat, ist er aggressiv und gewalttätig. So, diejenigen Knast. Niemand ist dann mehr vor ihm sicher. Auch nicht Mutter Karin. Geh weg! Welches Schwein ärgere deine Frau. Sie ist auch geschlagen worden. Ja, ganz schön. Bierflaschen vom Kopf gekriegt und alles. Die sah manchmal aus. Ja, was traurig aber war. Der Alkohol bestimmt fortan Normans Leben. Als die Familie im Herbst 2018 aus der Augusten in die Adolf-Kolping-Straße umzieht, ist Norman bereits um 6 Uhr morgens betrunken. Wie geht's Ihnen? Alles okay? Nee. Jetzt ist ja der Umzug gleich, ne? Schon gepackt alles, oder? Nee. Ich habe noch gar nichts gemacht. Während des gesamten Umzugs trinkt er weiter. Hey! Ihr sollt mein Fischaquarium runterholen. Hey, dein Dopfer, den schlage ich, die schiebe ich dir rein. Irgendwie schafft es Norman in die Adolf-Kolping-Straße. Es ist kurz nach 16 Uhr. Er ist nun so betrunken, dass er kaum noch zu verstehen ist. Ihr Babbeleck loslaufen, der Blödmann! Schließlich verpennt er den wichtigsten Teil des Tages. Die Übergabe der Schlüssel für seine neue Unterkunft durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Doch immer wieder fangen wir auch Momente ein, die einen anderen Norman zeigen. So tätowiert Norman gerne. Das sind seine Tätowiermaschinen. Wen tätowieren Sie? Kollegin. Das Bild an der Wand hinter ihm hat Norman gemalt. Und das macht Spaß, oder? Haben Sie da ein Händchen für? Wie setzt euch an der Wand? Und anders als 5 Jahre zuvor gibt es in Normans Zimmer jetzt Kinderfotos statt Nazi-Symbolen. Er ist Vater eines Sohnes und einer Tochter geworden. Aber es ist eine schwierige Beziehung. Mutter und Kinder leben in einem Mutter-Kind-Heim. Damit sie erst mal lernen muss, mit Kindern umzugehen. Und jetzt heißt es auf einmal, ich bin eine Gefahr für die zwei. Wenn Norman die Kinder sehen will, muss er das Jugendamt fragen. 5 Jahre später, an Heiligabend 2017, besuchen wir die Familie in der Augustenstraße. Mein
Normans Beziehung ist zerbrochen. Manchmal trinkt er bis zu 6 Flaschen Schnaps am Tag. Wie lange halten Sie das noch durch? Ja, nicht mehr lange, weil es drückt schon wieder. Ja, sei Dank. Ich merke schon wieder, wie es drückt. Norman ist an Leberzirrhose erkrankt. Dennoch, auch in diesem Moment ist ihm Weihnachten wichtig. Weil es ein Fest der Familie ist, normal, ja? Also steht die Familie doch zusammen. Ja, na, irgendwie muss es sein, ja. Oh Scheiße, wenn meine Kinder noch nicht da sind. Nur einmal hat Norman seine Kinder vor Weihnachten kurz gesehen. Ich war ja auch 3 Stunden mit den Kindern auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ja. Und wie war das? Ja. Wie soll das gewesen sein? Der Abschied war jetzt schwer. Vor allem seine Tochter vermisst Norman sehr. Und meine Prinzessin ist mein Ein und Alles. Ja, jetzt quäkst du aber noch, weil du besoffen bist, wa? Nein! Na klar. Ja, du bist aber bekloppt. Na, komm, wie du. Weihnachten bei Familie Ritter.